Doch es beherbergt auch Elend und Wahnsinn. Irgendwo in seinem verfaulten Kern sitzt ein Mann mit verfilztem Haar, doch mit wachsamen Augen. Er beobachtet und wartet, ein Gefangener aus freiem Willen. Die Frage einer Kolytin in deinem, halt in deinem Kopf. Wartet er noch immer? Ja. Did they arrive? Die Vision der Kolytin führt dich nach Trutzburg hinaus zu einer Stadt in der Wildnis mit einer Wassermühle. Auf einem Schild an einem der Wege steht Dürfurt. Mehrere Gestalten drängen sich zusammen, eingewickelt in Umhängen und Kapuzen. In deinem Kopf zeichnet sich plötzlich das Bild von Ruinen ab. Zwei skelettartige Abbilder flankieren einen Spalt in einer Gebirgswand. Sind sie angekommen? Ja. Your information shall be relayed. Now for your next task. Deine Informationen sollten weitergegeben werden. Nun zu deiner nächsten Aufgabe. Die Ruinen verblassen in deinem Kopf und an ihrer Stelle taucht der Schatten einer Wohngegend auf. Zerfallene Wohngebäude pflastern die Umgebung eines Friedhofs und eines alten Turms. Wilde Gestalten schleichen durch die Straßen und in dem Turm beugt sich ein Mann über einen seltsamen Mechanismus. Du kannst ihn nicht deutlich erkennen, er hat jedoch etwas Unnatürliches an sich. Stop him, and above all, don't let him meet her. Haltet ihn auf und vor allem, du siehst eine leichenblasse Frau mit einer Narbe über dem Herzen. Lass nicht zu, dass er sie trifft. Die Akolytin zeigt dir eine Tür im Erdgeschoss des Turms, eine scheinbar undurchdringliche Felsplatte aus Stein und Kupfer. Doch dann zeigt sie dir den unsichtbaren Spalt zwischen zwei perfekt aufeinander passenden Hälften und du verstehst, wie die Kupfervenen einen Befehl umsetzen. Der Befehl entspringt deinem Geist mit überraschender Vertrautheit. Du weißt, wie die Tür zu öffnen ist. Das sollte ich. Ihre Hand liegt auf deinem Kopf. Hast du Fragen, Dienerin? Erfahrung und Questerfahrung. Ach ja, also die Erfahrung haben wir erhalten und das ist, was wir bis jetzt bekommen haben. Wer bist du? Ich bin die Akolytin. Das ist alles, was du wissen musst. Was ist das für ein Ort? Dies sind die Überreste des Tempels von Wurdika. Die Akolytin zeigt dir eine große Struktur, die von den Gläubigen umgeben ist. Die Feuer der Revolution zerstörten alles über uns und hinterließen lediglich diese verlassenen Überreste. Ideal für unsere Zwecke. Ich erinnere mich an den Mann im Turm. Du siehst den Schatten einer Wohngegend, zerfallene Wohngebäude pflastern die Umgebung eines Friedhofs und eines alten Turms. Wilde Gestalten schleichen durch die Straßen und in dem Turm beugt sich ein Mann über einen seltsamen Mechanismus. Du kannst ihn nicht deutlich erkennen, er hat jedoch etwas Unnatürliches an sich. Haltet ihn auf und vor allem, du siehst eine leichenblasse Frau mit einer Narbe über dem Herzen. Lass nicht zu, dass er sie trifft. Die Vision der Ruinen. Die Vision der Akolytin führt dich aus Trutzbuch hinaus zu einer Stadt, von der du irgendwie weißt, dass sie Dürfurt heißt. Mehrere Gestalten drängen sich zusammen, eingewickelt in Umhänge und Kapuzen. In deinem Kopf zeichnet sich plötzlich das Bild von Ruinen ab. Zwei skelettartige Abbilder flankieren einen Spalt in einer Gebirgswand. Zeig mir den Gefangenen. In deinem Kopf erkennst du ein Gebäude herrlich mit Flechtwerk und Fliesen, an einer makellosen Prachtstraße gelesen. Die Wohlhabenden und Gelehrten gehen ein und aus und tauschen Wissen und Münzen aus. Doch es beherbergt auch Elend und Wahnsinn. Irgendwo in seinem verfaulten Kern sitzt ein Mann mit verfilztem Haar und mit wachsamem Auge. Er beobachtet und wartet, ein Gefangener aus freiem Willen. Dann leb wohl. Hey. Neue Quest durch das Tor des Todes. Neue Quest, endloses Erbe. I'm here. Neue Quest, der wartende Mann. Egal ob mit Absicht oder als Konsequenz des fackelnden Kerzenlichts, das Gesicht der versteinerten Statue ist fast unmöglich zu erkennen. Quest abgeschlossen, nie weit von der Königin entfernt. Ja. Ein maskierter Mann, vermutlich ein Mitglied des Bannes Schüssels, wurde auf seinem Weg durch die Katakomben überfallen. Die Verkleidung, die ihn an den Wachen des Bannes Schüssels vorbeigebracht hatte, ging verloren, als der Mann von den Trollen verschleppt wurde. Ich habe mir Zutritt zu den Räumen unter den Ruinen des Tempels von Wodika verschafft. Wenn sich das, was mehrmals sagt, als wahr herausstellen sollte, dann ist das die beste Gelegenheit, den bleiernen Schlüssel zu finden. Obwohl ich nicht in der Lage war, die wahre Absicht hinter der Aktivität des bleiernen Schlüssels oder die Identität des Mitglieds, das ich verfolge, auszumachen, konnte ich einige Spuren hinsichtlich ihrer Aktivitäten in dieser Gegend aufdecken. Durch das Tor des Todes.
Die Vision der Akolytin zeigte mir mysteriöse Ruinen irgendwo außerhalb von Dürfurt. Der bleierne Schlüssel hat Agenten entsandt, um die Städte zu finden, doch ich weiß nicht aus welchem Grund. Ich weiß nicht genau, wo sich diese Ruinen befinden, doch vielleicht weiß das jemand in Dürfurt. Endloses Erbe. Der Akolyt hat mir eine Vision eines antiken Turms in einem verlassenen Bezirk von Trutzbruch gezeigt. Ein seltsamer Mann machte sich in den Turm an eine Art Maschine zu schaffen. Ich habe auch eine Frau mit einer Narbe über dem Herzen gesehen. Ich weiß nicht, wer sie ist, aber ich nehme an, dass sie der Schlüssel zu den Geschehnissen dort ist. Der bleierne Schlüssel war aus irgendeinem Grund an diesem Turm interessiert. Ich muss herausfinden, wozu er dient, wenn ich ihre Pläne ergründen will. Der Akolyt des bleiernen Schlüssels zeigte mir einen uralten Turm in der Nähe eines Friedhofs, der sich in einer Gegend mit heruntergewirtschafteten Anwesen befindet. Um diese Spur weiter zu verfolgen zu können, muss ich erst mal den Turm finden. Vielleicht wäre es ein guter Anfang, mich danach umzuhören. Patrouillierende Justiziare sollten die Stadt eigentlich wie ihre Westentasche kennen. Der wartende Mann. Der Akolyt des bleiernen Schlüssels hat mir die Vision eines Agenten an einem Ort des Elends und Wahnsinns gezeigt. Ich muss diesen Agenten finden und seinen oder ihren Plan ergründen. Vielleicht erhalte ich so Hinweise, wie ich den Mann finden kann, nachdem ich suche. Der Akolyt des bleiernen Schlüssels hat mir eine reiche Gegend gezeigt, in der es aber auch Elend und Wahnsinn gibt. Jemand wartet dort, ein Gefangener aus freiem Willen. Wenn ich diese Person finden will, muss ich diese Gegend finden. Vielleicht wissen die Wächter, wo das ist. I'm here. So, aber wir verlassen jetzt erstmal den Bodica-Tempel. Nachdem wir uns noch hier an ihren Reichtümern bedient haben. Oh. Kann nur von Waldläufern verwendet werden. Sagani. Da du meine einzige Waldläuferin bist. Oh, das ist ein... So ein Teil, okay. So, das heißt, wir können jetzt hier raus und sind damit wieder im Urfeuer. Angekommen. Die Burgvogtin von Ketnur hat einen Brief für dich erhalten. Neue Quest. A moment, please. I feel I should explain myself. Einen Moment bitte, ich denke, ich sollte mich erklären. Durgans Batterie. Ja, damit geht's in die Weißmark. In Ketnur ist ein Brief angetroffen, adressiert an die neue Fürstin. Die Burgvogtin glaubt, es könnte eine interessante Gelegenheit darstellen. Die Burgvogtin hat meine Anwesenheit auf Ketnur erbeten. Es gibt eine dringliche Angelegenheit zu besprechen. Reden wir es mit Alof. About my episode in the catacombs. There's something I should have told you earlier. Wegen meiner Episode in den Katakomben. Es gibt da etwas, was ich dir schon früher hätte sagen sollen. Arme verschränken und warten. Er faltet die Hände zusammen und massiert einen Fingerknöchel mit seinem Daumen. Ich wollte dir nichts böse. Ich dachte, ich könnte es für mich selbst behalten. Dass wir uns nach der Lösung deiner Seelenangelegenheit auch um mein Problem kümmern würden. I also have an awakened soul. But unlike yours, mine is a presence that shares my senses and my skin, making herself manifest at the most unwelcome times. Er seufzt, auch meine Seele ist erweckt. Im Gegensatz zu deiner aber ist meine eine Präsenz, die meine Sinn und meine Haut teilt und die sich zu den unpassendsten Zeiten kundtut. Er schließt die Augen und beißt die Zähne zusammen. Seine bebenden und zuckenden Lippen legen Zeugnis über einen inneren Disput ab. Mehrere Sekunden später öffnet er wieder seine Augen, die nun Tränen und Blut unterlaufen sind. I'm sorry. I've tried to learn to control Isselmir. I've gotten stronger, but so has she. Es tut mir leid, er schüttelt den Kopf. Ich habe versucht zu erlernen, wie ich Isselmir kontrollieren kann. Ich bin stärker geworden, aber sie auch. Erzähl mir von Isselmir. Artless, uncouth,
A creature of rash impulses and feeble faculties. She wags her impertinent tongue when she should listen. Naiv, ungehobelt, eine Kreatur überstürzter Reaktion und schwacher Geisteskräfte, sie. Er zuckt zusammen, wobei er die Kontrolle über seine Gesichtszüge zu verlieren droht. Schwätzt mit ihrer unverschämten Zunge herum, wenn sie zuhören sollte. Hey, this one's fit to boil. Hard to get this gaff over anything tisn't to do with books and spell speak. Auf seinem Gesicht flackert ein verschlagenes Grinsen auf. Genau, der da ist jetzt sauer. Den kann man kaum in was anderes interessieren als seine Bücher und Zauber. Er zieht eine Grimasse und fährt sie mit den Händen durch seine Haare. Ich habe keine ihrer Erinnerungen, das wenigstens hat mir Bera der erspart. Ihre derben Manieren und ihr unerträgliches Hüllisch lassen aber auf eine Provinzbewohnerin schließen, die vor sehr, sehr langer Zeit gelebt hat. Meistens kommt sie ganz kurz vor einem Konflikt hervor, wenn die Lunte schon heruntergebrannt ist und die Zähne gefletscht sind. Und wenn sie auftaucht, dann hält sie nicht inne, um die Situation zu beurteilen. Vielmehr handelt sie einfach. Sie scheint rücksichtslos zu sein. Klingt danach, als könntest du ein paar Hinweise von ihr gebrauchen. Hinweise oder vulgäre Ausdrücke? Er verdreht die Augen und verschränkt die Arme vor seiner Brust. Ich muss schon Jahre mit diesem Landei leben. Von ihr gibt es aber auch gar nichts zu lernen. Zumindest nichts Zivilisiertes. Er runzelt die Stirn und sieht weg. Warum hast du das nicht früher gesagt? I learned to keep her a secret a very long time ago. Those with awakened souls are shunned, mistrusted. And after your experience with Meowald, I'm certain you can see why. You need to be careful. Er schüttelt den Kopf. Ich habe vor sehr langer Zeit gelernt, sie geheim zu halten. Mit einer erweckten Seele meiden einen die Leute, misstrauen einen. Und nach deiner Erfahrung mit Meowald weißt du sicherlich auch warum. Er blickt zu dir hinauf. Talisa, du musst dich vorsehen. Wird das zu einem Problem werden? Er spitzt seine Lippen zu einer dünnen, krummen Linie. Sie ist nur ein Ärgernis. Andererseits, er wird leiser und faltet seine Hände hinter seinen Rücken zusammen. Seine Unruhe wird durch kaum merkliches Zucken und Krämpfe entlang seiner Arme verraten. Defiance Bay is said to have an entire institution dedicated to the study and cure of soul-related ailments. Since our journeys have already brought us to the city, perhaps we could speak with someone there. In Trostbucht soll es eine ganze Einrichtung zum Studium und Heilen von Seelenleiden geben. Da uns unsere Reisen schon in die Stadt geführt haben, sollten wir vielleicht mit jemandem dort sprechen. Wenn es dir helfen könnte, werden wir gehen. Thank you. This has been a great burden. Deine Schultern entspannen sich fast unmerklich. Danke sehr, das ist eine große Last gewesen. Sprechen wir über was anderes. Alof sieht dich mit ruhiger Aufmerksamkeit an. Wie kann ich zu Diensten sein? Ich würde gern mehr über Iselmir erfahren. Er hebt eine Augenbraue. Nämlich? Wann wurde sie erweckt? Mein Vater war ein strenger Mann. Von seinem einzigen Kind erwartete er nur das Beste und Scheitern tolerierte er überhaupt nicht. Sein Gesicht wird verhämt. Manchmal konnte er ziemlich unerbitterlich sein, vor allem nachdem er getrunken hatte. Bei einem dieser Anlässe manifestierte sich Iselmir. Ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht mehr an die Einzelheiten. Ich weiß nur noch, dass er danach vorsichtiger mit mir war. Du sagtest, du hättest vor langer Zeit gelernt, sie zu verbergen. Meine Mutter trug mir auf, sie geheim zu halten, nachdem sie das erste Mal zum Vorschein gekommen war. Sie fürchtete, dass mich das Wissen um meine Weckung zu einem Ausgestoßenen machen würde. Obwohl sich Iselmir gegen meinen Vater als nützlich erwies, so vertraute ich doch dem Rat meiner Mutter. Mittlerweile sehe ich auch die Weisheit dahinter. Meowald ist ein extrem Beispiel, aber auch eines, mit dem ich mich Jahr für Jahr mehr identifizieren kann. Könnte ich direkt mit dir sprechen? Er wirft angestrengt die Stirn in Falten. Ihre Usurpationen sind unangenehm genug. Ich giere nicht danach, sie mehr als notwendig in mein Bewusstsein hineinzulassen. Lass uns was anderes sprechen. In der Tat. Das ist alles. Zweiseitig. Das ist jetzt Alofs Quest. Alof offenbarte, dass in ihm Iselmir lebt, eine erweckte Seele. Er bat mich um Hilfe, dabei einen Experten zu suchen, der sein Dilemma versteht. Alof erwähnte, dass es in Trutzburg eine ganze Einrichtung gibt, die dem Studium seelischer Krankheiten gewidmet ist. Das muss derselbe Ort sein, den ich in der Vision des Akolyten gesehen habe. Vielleicht könnte ich dort jemanden finden, der etwas über erweckte Seelen weiß. I'm here. Hi, Priester. Auf Wiedersehen. Okay.
So, Justiz hier. Was ist? Ich suche nach einer Gegend mit einem Turm. Er befindet sich in der Nähe eines Friedhofs. Dann hör besser auf zu suchen. Du meinst das Viertel Erbhügel. Da drüben kannst du den Turm sehen, der über die Mauern des Viertels ragt. Der Justiziar deutet nach Nordwesten. Dort ist aber etwas vorgefallen. Jetzt lassen...